Immer Leute, was geht? Euer Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ja, Freunde, wir haben einen neuen Club, wir sind verliehen worden und zwar in Newcastle. Ist eine sehr bekannte Stadt, glaube ich, in Great Britain, Großbritannien. Besser gesagt auch als England bekannt. Und ja, Freunde, Newcastle ist jetzt seit mehreren Jahren, glaube ich, wieder in der Championship, also das ist die zweite Liga, englische Liga. Und unser Ziel ist jetzt aufzusteigen und regelmäßig spielen zu können, um auch besser. Hallo? Um auch besser wieder zu werden und zur City zurückzukehren. Freunde, ich will wieder nicht lang drum herum reden. Wir fangen direkt mal an. Wir starten direkt mit dem Training und zwar Standards. Ich habe gemerkt, wir haben lange kein freies Training mehr, also freies Spiel mehr gemacht. Nur so Standard-Training. Okay. Das Ziel dieses Clubs ist es, noch besser zu werden, als wir es bereits sind. Also müssen wir immer knallhart trainieren. Jeden Tag. Okay. Andiamo. Agostino. Agostini oder wie der auch heißt, ne, war das. So. Elfmeter, fortgeschrittener Elfmeter. Okay. Elfmeter, Ziel, Schuss. Ja, ist doch easy, ist doch einfach, ist doch nix. Ja, wow. Also noch besser, noch härter schießen. Oh, zu viel. Zu viel. Wo ist der Fall? Ja, ich brauch den Pfeil, ey. Das geht nicht so. Ja, sorry, Leute. Okay, jetzt mit Torwart. Ich will noch einen Versuch starten. Ja, zu weit weg. Also Mist, ey. Ah, endlich, Mann! Eine blöde Zielscheibe. Blöd. Sehr schön. Schon mal besser, ne? Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Fortgeschrittene Elfmeter. Okay. Verwandte möglichst viele Elfmeter. Okay, das ist jetzt so beweglicher. Wie heißt das, ne? Muss jetzt besser werden. Gar keinen Schuss gehabt. Ah, knapp über die Zielscheibe. Auch geschafft. Mann! Arsch. Ey, kriegt er den Ball nicht hoch oder was? Was ist denn los hier? Oh wei! Ey, entweder mach ich was falsch oder diese Scheiße ist da was falsch. Ja, da klappt's auf einmal. Also knapp, egal. Machen wir weiter. Ich hab glaube ich die ganze Zeit viel zu weit weggezielt vom Tor. Egal. So, Training beendet für heute.
Wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Wann ist der nächste Spieltag? Cooles Zimmer übrigens. Mr. Alexander steht diese Woche offenbar im Team. Der Verein gibt wohl der Jung eine Chance. Für den Anfang ganz okay, aber wir brauchen Tore. Holt endlich Alexander zurück. Den habt ihr ausgeliehen, wisst ihr noch? Danke, Mensch. Achso, das hatten wir ja schon. Gegen wen spielen wir? Gegen Ipswich Town. Auswärts. Ey, wenn wir jetzt da nicht von Anfang an spielen, ey, dann weiß ich auch nicht weiter. Normalerweise müssen wir jetzt von Anfang an spielen. Aber es gibt manchmal so ekelhafte Trainer. Die sind nicht von Anfang an drin. Was ist das denn? Das ist der Wahnsinn, ist das. Das ist der Wahnsinn. Schon wieder so. Naja. Heute beginnt für uns etwas Neues in dieser Liga. Denkt an eure Aufgabe. Jeder von euch ist Teil eines Systems. Fällt einer von euch aus, dann bricht das System zusammen, ne? Alex, du beginnst heute auf der Bank. Schau genau hin, lerne unseren Spielstil und sei Das bereit für die Beste kommt zum zweite Schluss, Hälfte. nur der Sieg zählt. Die Jungs machen sich mürbe, dann wird's ein Klacks. Nur der Sieg zählt, auf jeden Fall. Holen wir uns die 3 Punkte. Was, Jungs? Kommt schon! Los jetzt! Also immer konzentriert bleiben, diszipliniert spielen und hübsch eure Aufgaben erfüllen. Mehr ist es nicht. Ja, Leute, wir bekommen die zweite Halbzeit dafür. Sehr, sehr gut. Ah, wir können anfangen. Haben wir immer noch die alte Es gibt Rückennummer? jetzt den Wechsel. Hunter kommt Ja, für haben wir. 25 Minuten rein. Beeindrucke den Boss für die Sehr eine Vorlage, ausgeglichene gewinnen das Partie Spiel. bis Okay, hierhin, aber sie wollen Vorlage. natürlich mehr. Das Und die war jetzt Frage mal wird sein, wieder besser was kommt jetzt noch hinkriegen. von Alexander? Vielleicht bekommt er ja die große, die entscheidende Chance. Los geht's. Ich spiel den Scheißball jetzt. Richie. Der Hackentrick ist ihm komplett misslungen. Gutes Tackling. Ja, Mitspieler frei, jetzt kann der Pass fast wäre die kommen. Vorlage schon drin gewesen. Anita! So, wir Sie wollen spielen die Führung, aber zentraloffensiv, die sehr Chance gut. vergeben. Greift doch an. Das könnte die Chance Mach mal werden. Druck, Alter, was ist das denn? Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Muss ja Vielleicht die einfach müssen da Sie das spazieren. Tempo aber. Und nun ein Schuss. Fast die Führung. Henley. Jetzt müssen Sie aufpassen. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Sehr gut aufgepasst. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Spiel doch, Mann! Hab mich Anita. extra gut freigelaufen, ja? Warum faulst du von hinten? Warum? Erklär mir bitte, warum der von Jetzt hinten wird's fault. gefährlich. Von hinten faul ist rot, Hier Mann. kommt der Pfiff. Okay, hast Ein jetzt Glück Schuss. gehabt. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das macht er klasse, die Flanke gut abgefangen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, abseits ist das. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive Ah, überraschen. schade. Und er bringt den Ball rein. Kein Problem für den Torhüter. Und da ist der Torwart da. Er hält das Unentschieden fest. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Das wird hier Ecke geben. Boah, da ist ein Riese neben mir. Coming off the pitch, number 33, Sammy Ameobi, to be replaced by
Abwehr hat aufgepasst. Alex Hunter. Spiel. Wird das eine Torchance? Warum spielt er es, wenn ich im Abseits bin? Defensiv machen sie es gut. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Heute ist Spiel 1 für Hunter nach der Ausleihe. Wie würdest du seine Leistungen in der Premier League einschätzen? Das waren insgesamt brauchbare Leistungen, die er da gezeigt hat. Alles nicht überragend, aber im Rahmen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball. Und jetzt ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Über die Torauslinie, Ecke. Oh, renn nach vorne. 15 Minuten renn. Jetzt. Das könnte gefährlich werden. Da ich weiß der nicht, was sie da macht. Und hier muss er auch Freistoß geben. Das konnte nichts werden, oder? Was soll das jetzt gewesen sein? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Spiel! Spiel! Spiel nochmal! Da kann er sich den Ball holen! Okay, mein Fehler. Spiel doch den scheiß Pass, Alter. Scheiße, dreht sich um. Ah, da passt er auf und hat den Ball. Schlechter Pass, deine Mutter schlechter Pass. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da steht er gut, okay, und Tor. Holt sich den Ball. Alex Hunter. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Sissoko. Das könnte die Chance werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Was macht er da? Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Der Ball kommt. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Ah. Ich hab vergessen, der Flanke ist ja sowieso Schrott. Chance vertan, die Kugel ist weg. Da passt er auf. Steil gespielt, gute Idee. Anita. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das macht er klasse, die Flanke gut abgefangen. Jetzt sind es nur noch 5 Minuten in der regulären Spielzeit, aber hier ist nach wie vor Spiel entschieden. Okay. Und das gibt Eckball. Hey, ich war doch da. Jetzt schießt er. Schön geklärt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt der Steilpass. Geblockt vom Verteidiger. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Ich glaube, ich muss mal wieder mit komplette Team spielen. Das bringt gar nichts mehr. Da kann er ihn stoppen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Gefährliche Flanke. Weiter geht es mit einem Einwurf. TOT. Damit. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Murphy. Da trennt er ihn vom Ball. Oh, fast wieder in der dritten Richtung Außenlinie. Zweikampf rausgeholt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Jamie Sterry. Ey, ihr seid so ekelhaft, wisst ihr das? Wird's jetzt gefährlich? Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Es bleibt dabei. 0-0, ey. Nichts gebracht. Ich muss wieder ein komplettes Team spielen. Komplett nochmal neu. Ey, hör doch auf, ey. 0-0. Was ist das denn? Das kann nicht sein. Alex, Spiel 1 in der Championship liegt hinter Ihnen. Wie ist es gelaufen? Das ist nicht die Premier League. Ich gewöhne mich so langsam dran. Es ist was anderes. Ich gewöhne mich so langsam dran. Ich werde wahrscheinlich ein paar Spiele brauchen, um mich an die Unterschiede zu gewöhnen, um reinzukommen. Aber bei meinen tollen Mitspielern wird es echt nicht lange dauern, bis ich hier in dieser Liga zurechtkomme. Alex, das Remis heute, was halten Sie davon? Ein Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Also man kann sich immer verbessern. 3 Punkte wären mir lieber gewesen. Ich bin enttäuscht, wir sind das bessere Team. 3 Punkte wären mir lieber gewesen. Natürlich wäre uns ein Sieg lieber gewesen, aber die Taktik war richtig. Wir waren gut vorbereitet, aber heute hat es leider nicht gereicht. Schade. Bestimmt bekommen wir jetzt extra Sprinttraining. Ihre Zweikämpfe waren herausragend, Alex. Vor allem für einen Stürmer. Ein paar Worte dazu? Verteidigung fängt vorne an. So will der Trainer das. Ich gehe gerne in Zweikämpfe. Ich gehe gerne in Zweikämpfe. Das gehört bei jeder Position zum Fußball. Und das kann ich eben gut. Das war's, Alex. Sehr gern. So. Erstes Spiel. 0-0, aber haben mal wieder häufig sehr gut eingenommen. Aber Geld spielt jetzt erstmal für mich keine Rolle. Ich will einfach jetzt nur besser werden. Passen ist wieder besser geworden. Ja, alles um einen Punkt besser geworden. Auch gut. Wie weit sind wir? Ja, okay. Müssen halt immer besser werden. Besser. Also weiter. Nächstes Spiel spiele ich auf jeden Fall mit dem kompletten Team. So, heute geht die lange Reise zum Pokalsieg weiter. Was kann Mr. Alexander uns zeigen? Nächste Pokalrunde hoffentlich zeigt Mr. Alexander noch bessere Leistungen. Ich bekomme die Spielzeit nicht mehr lange. Ja, egal. Wie sieht's aus? Spieltag in Queen's Park Rangers. Okay. Das machen wir mal, ne? Ich war wirklich beeindruckt, als du zu uns kamst. Ich denke, du lernst schnell, ne? Alex, ich will, dass du heute von Beginn an beim Ligapokal spielst. Endlich! Der Boss will Pokalerfolge. Geben wir sie ihm, ne? Ich werde dich nicht enttäuschen. Wir sind von Beginn an dabei. Hunter, Zentraloffensiv, also 10er, sehr gut. Mit Teamspielen, genau. Leider kenne ich diese ganzen Spieler nicht, nur ein paar. Oder sind das nur wieder eine BL-Auswahl? Amiobi habe ich mal gehört, glaube ich. Egal. Heute geht die. Achso, das hatten wir ja schon. Was hat die Mutter geschrieben? Nicht mehr lange, dann stehst du immer am Elf. Jeden. Jetzt müssen wir Gas geben. Gas geben. Sehr viel Gas. Oh, von Beginn an.
Anstoß, wir haben Anstoß, wir haben Anstoß. Die freuen sich wohl auf eine richtige Show. Dann geben wir ihnen eine. Endlich geht's los. Machen die vollen Füllen raus, wir haben direkt vor dem Anschluss. Heute also diese Partie im englischen Liga-Pokal und ich denke, uns erwartet attraktive Fußball heute. Auf jeden Fall eine interessante Konstellation, da stimme ich dir zu. Und so wollen die Queen's Park Rangers heute spielen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Abseits. Sie agieren heute ziemlich offensiv. Also abseits war das doch. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Alex Hunter. Ameobi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gutes Zuspiel. Er schießt. Da hat er ja, schade. Hätte er wohl nicht fast bekommen. Getroffen. Danny Williams. Williams. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen. Hallo. Was ist denn los mit dir? Die Verwarnung noch stecken lassen. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses diese Grätsche richtig. Da fährt die beste Schussstärke. Der Witchy ist noch nicht schlecht. Ich glaube aber Williams ist besser, oder? Gucken wir mal kurz rein bei Williams. Wie es bei ihm aussieht. Ah, viel besser. Viel besser. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Petrasso. Da trennt er ihn fair vom Ball. Alex Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Den spielt er in den Lauf. Hallo. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Boah, nimm doch den Ball ab, Mann. Macht er gut hier. Damit. Und den Ball hat er sich geholt. Pech. Wie hast du Alex Hunter in seinem ersten Spiel für die neue Mannschaft gesehen? Gar nicht mal schlecht. Ich glaube zwar, dass da noch Luft nach oben ist, aber für den ersten Auftritt war das in Ordnung. Ein gelungener Pass. Und er schießt. Wow, nee, der Ball was ist los, ja? Das kann er definitiv besser. Nach vorne, nicht stehen bleiben, nach vorne gehen. Ameobi. Die Möglichkeit. Jetzt wird's gefährlich. Macht er ihn. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Das wäre die Krönung gewesen, wenn das mit Hunter wäre. Den Ball verlängert er per Kopf. Geh nach vorne, geh. Alex Hunter. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Ja, komm, jawohl. Alex Hunter. Somit ist er jetzt in dem Fokus, Bruno. Ja. Hier mit dem tollen wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Geht er doch. Bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Bringt mal offensiv wieder spielen. Nein, geht nicht. Blöd. Gutes Tackling. Alex Hunter. Jetzt haben sie den Ball. Bei den finanzstarken Investoren, die hinter QPR stehen, gibt es natürlich auch immer wieder Gerüchte um einen Stadionneubau. Ja, aber mehr als Gerüchte sind das nicht. Und so lange bleiben die Queen's Park Rangers einfach... Er versucht! Scheiße. Oh nein! Nein, scheiße!
Hier sehen wir nochmal, wie er den Ball unter die Latte zimmert. Unwiderstehlich und vor allem unhaltbar. Da ist nichts zu machen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Anita. Wird das seine Torchance? Da kommt der Steilpass. Das Abspiel hier für Hunter. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ameobi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da geht er dazwischen. Ah, Mann, 45 ey. Minuten steht es hier 1. Spielt Ende oder war das Halbzeit jetzt? Ah, Halbzeit. Und jetzt wollen sie wechseln. Ich hoffe, Alex wird nicht frühzeitig ausgewechselt. Der zweite Durchgang kann aber beginnen. Hauptsache, hat hier ein Tor geschossen. Borosjuk. Das könnte gefährlich werden. Ich mach Hunter da, ja. Geht er rein? Hallo. Gute Aktion vom Torhüter. Boah, der wäre beinahe drin. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Anita. Hey, da ist Anita. Was ist das für ein Name, ey? Mist, ey. Das könnte die Chance werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Jetzt ist die Kugel weg. Bakoto. Gut gemacht vom Torhüter. Sauber vom Ball getrennt hier. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aber das ist ein Foul, Mann. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Alex Hunter. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Foul, Freistoß, und das ist eine gute Gelegenheit. Der Foul, Mann. Gib gelb, aber vor allem einen Freistoß aus gefährlicher Situation. Verteidiger hat aufgepasst, die Flanke war gar nicht so schlecht. Und jetzt vielleicht die Chance, nee, gibt Ecke. Nicht viel Zeit. Das geht jetzt viel zu langsam. Versuch's mit dem Kopf. Das gibt es doch nicht. Da macht er eiskalt ein Tor. Und hier nochmal. Sind wir so schlecht oder was? Ja, der Eckball kam gut rein. Da sah man schon, dass es gefährlich wird. 2-1. Hier ist noch alles drin. Da passt er auf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Den klärt er. Williams am Ball. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gute Chance. Tolle Flanke. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jamal Lascelles. Jetzt Williams. Was macht der da? Noch ein Was ist das denn? Ich wollte doch ganz normal einen Steilpass machen. Pech. Petrasso. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Anita. Richie. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr.
Wird das eine Torchance? Und jetzt ein Schuss. Gibt Ecke und jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Oh, der war doch gut dabei. Gute Aktion. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es... Da entscheidet er auch faul. Es gibt Freistoß. Das gibt's doch nicht. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Sauber vom Ball getrennt hier. Wir verlieren, das ist nicht gut. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Schon. Na, rot, Scheiße. Er muss sich zurückhalten, er hat schon gelb gesehen. Tja, dieser Platzverweis ist natürlich ganz bitter. Und damit fehlt der Abwehr ein ganz wichtiger Mann, das macht die Aufgabe nicht leichter. Jetzt wird's gefährlich. Das ist gar nicht gut. Bakoto. Und er gewinnt den Zweikampf. Scheiße. Obwohl der Tor gemacht hat, haben wir Scheiß abgeschnitten. Das Spiel ist vorbei und Sie. Egal, Freunde. Das war's an dieser Stelle. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khalid. Ciao.